Was geht ab, meine lieben Freunde? Euer Nier und herzlich willkommen zum 15. Life is Strange Let's Play. Ja, Freunde, heute geht's weiter mit der nächsten Folge. In der letzten Folge haben wir da aufgehört gehabt, wo der Warren sich zusammen mit diesem einen Nathan Prescott-Vogel da geboxt hat, dem Flirt eine dicke Kopfnuss gegeben, weil er sich rächen wollte von der Aktion von vor ein paar Folgen. Da haben die sich ja geboxt gehabt und er hat ein blaues Auge davon bekommen. Und ja, Nathan Prescott hat direkt seine Waffe gezückt, also er hat immer noch seine scheiß Waffe da. Und wir haben leider keine Beweise dafür. Wir können jetzt da nichts gegen machen, aber jetzt hast du genau da aufgehört, wo wir dann rausgegangen sind. Und genau an dieser Stelle machen wir jetzt weiter, Leute. Alter, ich bin gespannt, wie es hier noch weitergehen wird und sowas. Ey, ohne Witz, ey. Das ist einfach so geil, dieses Spiel. Es macht richtig Spaß. Aber die Aufmerksamkeit check ich nicht, warum das so wenig Leute leider verfolgen. Vielleicht, weil das schon was älter ist. Keine Frage, ich weiß es nicht. Aber ja, wir machen jetzt direkt weiter. Es geht los. Ich wünsche euch viel Spaß und los geht's. That was intense. Warren. Thank you so much. For what? For headbutting Nathan Prescott. That was awesome. I don't know. I almost went crazy there. Like Nathan. You're not anything like him. Good to know. So where are you going? I better stick with you guys. Just in case you need me to get my Hulk on again. Or should I call the cops on Nathan? No police. Not yet. So maybe you better... Warren, me and Max have to do this on our own. No offense. It's cool. Whatever I can do to help. What you can do is find out anything you can about Nathan's father. I'm on it. Between the snow and eclipse, I'm assuming the apocalypse is around the corner. And thank you. Seriously. I'll call you later. You better. I'm feeling pretty alpha now. Yes, you are. Der ist auf jeden Fall korrekt, der Warren, Alter. Der ist korrekt. Den könnten wir Man, eigentlich. Man, that guy is so fucking in love with you. Ja. I know. He really did give a serious beatdown to Nathan. It was a little scary to watch him do that. Now let's make a date with Frank. Will he even answer you? Frank always answers when he wants money. Ah, Frank, der eine Vogel da, ne? Like I said, Frank wants to see me right now. Der mit dem Wohnmobil, der uns mit der Waffe da letztens nicht bedroht hat, aber der uns hier abgenommen hat. Ist ja noch der eine da, der angeblich, wo der mit Rachel zusammen war oder die hat für den nackt posiert und sowas, keine Ahnung. Und der wird da bestimmt mit unter der Decke stecken. Wow, sieht ja schön aus hier, ey. Wow, wir müssen, wow, guck mal, die Wale. Das ist zu krank, Alter. Ey, guck mal, die Wale, Mann. Was geht hier nur vor sich, Alter? Was zur Hölle geht hier nur vor sich? God. I hate seeing those poor whales like that. Me too. I just think of their families in the ocean out there looking for them. Da hinten Illuminati-Zeichen. Well, my asshole is gonna help us find Rachel. You know what would be great? If I still had a gun. Yes, the chance for gunplay would just about even the odds here. Frank would scare better. He's a pussy. Besides, if I take him out, you can just rewind. Chloe, do not count on my rewind. Seriously. After Kate, I feel like every time I do, it might be the last. There's no way we could have guessed this is what would happen to us when we grew up. I'm looking forward to the day when we can just go on a road trip to Portland. Fuck yeah. You, me, and Rachel. Absolutely. So, let's play this cool, okay? Just talk to Frank so we can get that code for the book from him. That's all. Got it. No dicking around. Let's roll. Die Frage ist, wo ist die zweite Waffe aus dem Schrank von diesem einen da, ihrem Stiefvater, ne? Der hatte ja in der Garage einen Waffenschrank. Aber da hat eine Waffe jetzt wieder gefehlt. Also zwei Waffen sind weg. Wer die wohl hat? Ich glaube aber nicht, dass Chloe die hat. Ich glaube, der hat die mitgenommen. Guckt euch das mal hier an. Ah, ja, zwei Wale, ne? Warum? Was ist hier bloß passiert, ey? Wir gucken mal hier. Wenn er irgendwas Dummes vorhat, dann können wir ja zurückspulen. Das ist ja hier irgendwo was. So now we have to see Frank all the way out here. I don't think Frank listened to my cleaning advice. I'm It's so not dirty. Funny anyway. Fenster, guck mal hier. Can't see inside with this shit blocking the view. Da liegt ja was, Affe im Hund.
Oh, fresh meat. So Pompadour must be okay. Good doggy. Pompadour, kennt ihr auch den Pompadour? Pompadour. This is where Frank ponders his existence and gets drunk. Na, wir können auf den Drille machen, Leute, ey. Take the trash out sometime, dude. Was ist das denn, ey? Na, die Frage ist, wie gehen wir da jetzt rein, ne? Klopf. Klopf, klopf. Einfach klopfen, oder? Einfach klopf, klopf. Klopf, klopf. Oh, look. The Wonder Twins. You should have come alone. She's my partner. Yeah, we're bodyguard. So let's get to business. Where's my fucking money? I don't have the money. Yet. Oh, really? Then why did you text me that you did? Because I wanted to tell you in person. Oh, I'm truly touched, Chloe. Now why are you losers really here? We just want to ask you some questions. You have some serious lady balls. No. Jesus, okay, okay. But I'm not getting you high. Frank, we're not here to get high. No, you don't look like the type. Not like Chloe here. So what do you hardy boys want? Hmm. Just the names of some of your clients. Oh, is that all? Oh, well, why didn't you just tell me? How about I just give you the keys to my RV while I'm at it? Du verstehst nicht? Das hast du schon. Hilf uns oder sonst? Es tut mir leid. Es tut mir leid. Listen, Frank. I'm sorry to be such a nuisance, but this is important. Yeah, yeah, everything's important these days. But I can tell you're not bullshitting me. There's no time for that, Frank. I just need a little bit of information. Yeah, yeah, well, it always starts with just a little. And Chloe here knows all about that, don't you? Come on, Frank, this isn't about me now. Yeah, right, okay. Both of you are giving me a headache. No deal. Frank, we didn't come here to fight. This is so much bigger than us. Oh, yeah, you didn't come here to fight. A day after, you pulled a fucking gun on me. I am so sorry about that. It might be the dumbest thing I've ever done. And I've done a lot of dumb things this week. Finally, I believe you. But don't ever aim a gun at anybody unless you intend to kill. Although you don't look like you could kill a bug. I try not to. And I never would have pulled the trigger. I was just... Dude, she was scared, all right? You pulled your blade on me. We were all freaked out. Now we're all cool. Please? Okay. We're cool for now. Wie? But my dog isn't. And if you try any shit, he will bite your head off. He's done it before. We're only here to talk. I wouldn't mess with your dog. Shit, you wouldn't have time. You like dogs? Gerettete Hunde gab dem Hund einen Knochen. Pompadour ist süß. Oh, Pompadour is so cute. The only way you know my dog's name is if you broke into my RV. Oha. That's how we got out. You did it. Are you crazy? Oh, oh. That's my dog. Wait, that's not what... Seriously, Frank, don't get all spun out. We're only here to find Rachel. Rachel isn't in here, and I'll spin you on your ass. What the fuck are you dorks up to, huh? Trying to break into my business? This time, the price is wrong, skank. Calm down, Frank. Let's just talk. Not ever tell me what to do. Oha. Was macht der denn, Alter? Whoa. Get off of me! Motherfucker! Oha. Zurückspulen, Alter. Boah, Junge, 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 ey. Ich wusste gar nicht, dass wir den Namen vom Hund herausgefunden haben, als wir eingebrochen sind, ey. Eieieiei. Das war echt nicht gut, Leute. Ich schwör's dir, ey. So. Boah. Junge, Junge, ey, das sagen wir auf keinen Fall. Pompidou ist süß, ey. Boah, wie lange spulen die vor? Ja. Ey, ich muss ja voll lang... Komm, wieso spult die Scheiße nicht schneller zurück? Das fuckt mich ab hier mit diesem Zurückspulen teilweise, ne? Guck mal, ich halt schon alles gedrückt. Njo, njo. Aber die Frage ist, was sagen wir denn jetzt? Wir dürfen auf jeden Fall nicht so tun, als ob wir ihn richtig kennen würden. So. Oha, ist wieder alles von hier. Was ist das denn, Alter? Listen, Chloe.
I can tell you for a fact that this will not go well. Max, I should have known you would be kind and rewind. So tell me exactly what I need to do here. Pass auf, was du sagst, ja. Please watch your mouth. You have no social skills here, and you will piss off Frank immediately. You kind of love this, don't you? Fine, I'll try being like you for a change. Or how you used to be. Okay, jetzt vorspulen, vorspulen. Bla bla bla. Tür schließen, kein Streit, keine Waffen. Kein Streit. Keine Waffen. Frank, after our last meeting, I don't want any weapons involved. Could you put your knife or whatever in the RV until we're done talking? After you pulled a fucking gun on me, you want to negotiate my safety? I didn't trust you before, and now I do less. God, I hate you Blackwell shits. You act like you own this town, like I'm your puppet. Nobody owns me. You understand that? Calm down, Frank. Oha, der flippt wieder aus, Alter. Nur weil wir das gesagt haben. Junge, 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 Alter. Das ist ja echt ein richtiger Bastard, dieser Frank, ey. Boah, ey, Junge, 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 ey. Listen. Ja, pass auf, was du sagst. Er geht mir langsam auf den Sack, ne, dieser Typ hier. Mal gucken, was wir jetzt sagen. Tür schließen. Kein Streit, ja. Thanks for hearing me out, Frank. Look, we only want to talk, and it's not even about you. We're not here to start a fight. No, that shit would be over pretty fast. Don't fuck with me, and I won't return the favor. So what do you want? Just the names. Oh, is that all? Du verstehst nicht, das hast du schon. Du verstehst nicht, das hast du schon. Es tut mir leid, aber eigentlich ganz okay mit diesem Es tut mir leid. Nur die Frage mit dem Hund dürfen wir nicht so beantworten. Die müssen wir anders beantworten. Aber das ist gerade echt Abfuck hier mit diesem ganzen Vorspulen und so. Das ist mein letzter Versuch, danach überspringe ich das hier, weil das ist einfach reinste Zeitverschwendung hier. Die ganze Zeit Vorspulen, Zurückspulen, wo ich hier am Drücken bin, Alter. Wie eine Missgeburt. Gerettete Hunde, Pompidou Sous, scharf gemacht, gab dem Hund einen Knochen. Ja. Chloe and I gave your doggy a bone when we... So you're the ones who let him out? You broke in here and let my dog out? Ich dachte, der Hund war draußen. Wait. Ja, toll. Ja, fick dich ins Knie, Alter, du dreckiger Wichser, ey. Bis gleich, Leute, Mann. Die sollen meine Eier, lecken, ey. So, was sagen wir jetzt? Also mit den Hundknochen ist falsch, Pompidou Süß falsch. Es bleibt nur noch gerettete Hunde. Scharf gemacht. Was scharf gemacht? Okay, machen wir scharf gemacht. So. I don't care about dogs trained to kill or fight. That's animal abuse. You think I abuse my own dog? I rescued Pompidou, you asshole. Wait. Schon wieder die falsche Antwort. Ich fick mein Leben, Alter. Dann war das andere doch richtig, ey. Da bin ich mal gespannt, was wir sagen. Der soll die Türe schließen. Frank, your dog is kind of scary. Could you please close the RV door? You aim your gun at me, but you're scared of my dog. That figures. Macht er die zu oder nicht? Boah, der macht die ja wirklich zu. Das ist korrekt. Das ist korrekt. So, das war schon mal der erste wichtige Schritt. Mann, Mann, Mann. So, jetzt halte ich euch mal dran, ja? Okay, there, you're safe. Now, what do you want? Just the names. Ja, jetzt können wir wieder überspringen. Und jetzt, wenn wir sagen... Okay, warte mal, das hast du schon. Das dürfen wir auf keinen Fall sagen. Du verstehst nicht, auch nicht. Hilf uns oder sonst. Das ist Erpresserei. Es tut mir leid. Das war schon gut mit diesem Es tut mir leid. Yeah, aber wir müssen jetzt sagen, gerettete Hunde. Und nicht, wie heißt das? Scharf gemacht oder eins von den anderen Sachen. Ey, das war ja voll die Kacke, was wir da gelabert haben. Aber... Die Situation gerade ist echt mega am Abfuck mit diesem Vorspulen und Zurückspulen und alles. So, wir müssen jetzt das sagen, mal gucken. Of course I do. I heard you even rescued a bunch of fight dogs. That's amazing. No, alright, it was just the right thing to do. I couldn't stand to see those poor animals treated like slaves. That's how I came to own Pompidou. That's very cool, Frank. Your dog is lucky you came along. Maybe we can focus on rescuing Rachel now? Rachel? Is that why you're really here? Yes, we're so close to finding her now, Frank. We need all the help we can get now. Especially from you. You and Chloe do not know Rachel like I did, and I couldn't even help her. You're in way over your heads. Why don't you just go play in your clubhouse? Rachel's photo?
Rachels Briefarmband? Was versteckst du? Was versteckst du? Aber ich weiß nicht. Armband? Das Armband haben wir ja gestern gesehen von ihm. Aber wenn wir jetzt sagen, Rachels Foto, dann weiß er, dass wir eingebrochen sind. Das macht keinen Sinn. Rachels Brief macht auch keinen Sinn. Was versteckst du? Ist du provokant, also das Armband? You have Rachels bracelet. You obviously know more than you're telling. So tell us. Never come into my home and tell me what to do. Understand? Man, there is something about you that is so wrong. I don't trust you at all. Now get out of my face. We don't have much time, Frank. Rachel needs you. It's too late. She's gone. You don't even know her. Like you did? I loved her, asshole. And she loved me. I know that. Chloe, you don't know shit. You were part of her problem. Always trying to take her away from me. Always! Calm down, Frank. Let's just talk. Not ever tell me what to do. Oh. Hey, schon wieder falsche Antwort. Whoa! Ja, Chloe! Mal, jetzt geht's wieder los. Get off of me! Motherfucker! Oha! You actually shot me. I wasn't gonna hurt you. Jetzt haben wir die Waffe. This fucking hurts. Oh, it hurts. Chloe! You was? Shot him. I know. You're both fucking crazy. What do you want? Alter. We just want the code for your account book. Now! You're fine. Whatever. Just put the goddamn gun down. You already shot me, all right? Danke. There. Now leave me alone, all right? Just get out of my life. Do you want us to call an ambulance or... No, thanks. You know what? I'll manage. Wir spulen einfach zurück, hallo. Ich hab gar nicht einen Schuss gehört. Let's bounce. So, jetzt können wir mal zurückspulen. Hallo. Der arme Alter, einfach ins Knie angeschossen. Spul mal zurück, Alter. Was ist los hier, ey? Wir haben doch jetzt schon die Karte. Shit. This could have gone way worse, but Frank might be more dangerous to Chloe now. Ja, das werden wir jetzt auch schön zurückspulen. You can change all this if you want. Ja, wir haben doch den verdammten Scheißcode jetzt. Also ist das ja alles scheißegal. Wisst ihr, wie ich meine? Dafür sind wir hingekommen. Nur jetzt ist die Frage, wie wir weiter mit dem reden, weil das, wir wollten uns ja hier treffen und wenn wir dann quasi nicht auftauchen dahin. Ja, das ist die Frage. Wir lassen uns mal jetzt überraschen, was da jetzt für Antwortmöglichkeiten stehen. Aber danach können wir nicht mehr zurückspulen. So. So, jetzt haben wir das. So, sprechen. Listen, Chloe. I can tell you for... Max, I should have known you would be kind and rewind. Aber... Hä, wir haben doch... Die hat das doch gegeben. You know, das ist doch in ihrer Hosentasche. Ey, ich check... Sowas check ich nicht, Leute, ne? Wir sehen uns gleich wieder, Mann. Das ist so lächerlich. So, diesmal sagen wir, was versteckst du? Aber es ist eine Unterstellung. Und Brief und Foto können wir auch nicht sagen. Mann, egal. What are you hiding, Frank? You should want to help us. Not scare us away. Don't you accuse me of anything. You don't know me or who I am or what I can do. You understand? Huh? Man, there is something about you that it... Ja, siehst du? Und jetzt ballern die sich wieder ab. Fick dich doch ins Knie, Alter. Ey, guck mal, wir haben was versteckst du gesagt. Wir haben Armband gesagt. Rachels Brief. Rachels Foto. Mach mal Brief. Listen, I read Rachel's letter. I know how much she cares about you. You read that letter? Huh? The one in my RV? Are you fucking insane? You read my private letter? Man, there is something... Ja, und jetzt fick dich doch ins Knie, Alter. Gerade hasse ich das Spiel. Rachel said she gave you one of her favorite photos. That proves how much she cares. And you care. That's why you have to help. Ich hoffe, das ist richtig. How the hell did you know about that photo? That's my favorite picture of her. I can look at it anytime and she'll always be there for me. I can't stand not knowing where she is. Not hearing her voice or her laugh. Endlich, ey. We can change all that. It's up to you. Help us find her, Frank. Please. We really need your client list. Der wird uns jetzt helfen, Mann. Endlich, Alter. Boah, Leute. Well, if there's a chance in hell, you two dorks can find Rachel. Yeah, I'll take it. My dog isn't barking at you, so I guess that's a good sign. Oha. Thank you. Krass, yeah, Alter. Thanks, Frank. Seriously. It's hard to take you characters seriously, but I want to.
Good luck. Boah, Leute, das war so anstrengend, ne? Weil ich habe gedacht, Rachels Foto, jetzt sagt die irgendwie, ja, wir haben ein Foto bei dir gefunden. Dabei sagt, das hat die schlau gesagt. Mann, 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 endlich. Jetzt wurde er auch nicht angeschossen, jetzt haben wir die Liste, wir haben die Waffe, alles ist super. Junge, 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 ey. Boah, ich bin fast vom Durchdrehen gewesen, Leute, ne? Ich habe da die ganze Zeit so viele Sachen falsch angekreuzt, weiß auch nicht, warum das alles falsch war. So, jetzt verlassen wir den Strand. Wir haben jetzt schon bei mir die halbe Stunde erreicht und ihr habt jetzt gerade bestimmt so 25 Minuten, deshalb zocken wir auf jeden Fall noch ein bisschen weiter. Ich habe ja gesagt, ich werde jede Folge circa eine halbe Stunde halten. So, mal gucken, was jetzt passiert. Ist das jetzt auch schon das Ende von Kapitel 3? Man weiß es nicht. Guck mal, das ist das Foto mit Rachel. Chloe, are you okay? I'm glad things worked out okay with Frank. It's nice to have one less enemy in Arcadia Bay. Amen to that. Ich würde gerne wissen, was passiert wäre, wenn wir den da liegen lassen hätten, wäre er gestorben. I better focus on this board and start tying these clues together. Sammle Informationen. 0 von 4, indem du alle richtigen Hinweise auswählst. Für jeden Abschnitt muss eine bestimmte... I have to analyze Nathan's messages. What could help me unlock this phone? Das nehmen wir. SIM-Karte. Handy. Und... Boah, jetzt kommen wir voll bei CSI. Zeichnung. Ja. Max, there is no logical link between those clues. Ja, warum? Okay, warte mal, wir gucken weiter. So. Machen wir gesamte Auswahl aufheben. Also, das Handy brauchen wir. Die SIM-Karte brauchen wir. Was ist das Papier nochmal? Oh, so busted. It's good to see the Prescotts can't cover up all their tracks. Okay, das sind... Nochmal Flyer. This is the Vortex Club party where Nathan drugged Kate. Das brauchen wir nicht. Wofür? Did he do the same thing to Rachel? Holy shit. Ah. Nathan is seriously unhinged. Ja, das könnten Dings sein. Codes und so. But those numbers might be useful. Okay, wir haben jetzt... Das Einzige ist nur noch die Zeichnung oder die Schüler... Ich würde persönlich sagen, die Schülerkarte. Okay, ja. Max. Let's blow this code up and go home. Okay, das haben wir. So, jetzt müssen wir von allen Sachen alles zusammenfügen. Das wird nicht so easy werden, Leute, aber das machen wir noch für heute. Komm, wir machen das jetzt noch gemeinsam. Let's start hacking. So, die Sachen haben wir jetzt. So, okay, jetzt müssen wir noch von David und von Frank. Let's look at Frank's drug deals during the week of the party. Der Woche der Party, so. Das Foto mit Rachel braucht man nicht. There's no doubt she loved him and... Some way. Das ist ja der Brief. Jetzt kommen wir richtig ein bisschen ins Vorkommen wie bei CSI. Liebe dich auf ewig. So, das ist der Brief. Der wird uns aber nicht viel bringen. Was steht auf dem Papier? Rot must stand for Rottweiler. That does fit Nathan. Das ist die Liste. Rotten. Genau, das ist die Liste. Die brauchen wir sowieso. So, das Foto brauchen wir nicht. Den Brief. So, what happened to Rachel after this? She dumped Frank, but... Ah, hier brauchen wir nur zwei. Okay, hier brauchen wir nur zwei. Maybe Rachel took a road trip. Nein, with Frank, das sind die Fotos. Frank is for sure the local dealer, but I doubt Rachel hier. Was Frank's account book. But ja, the client dann ganz easy, encrypted. Die beiden, fertig. Yes, the game is on. Now, talk to us, account book. Tell us everything. Ey, soll ich sagen, wie das mir vorkommt? Das kommt mir voll bei Prison Break. Also sag mal ehrlich, wo Michael in Staffel 1 die ganzen Hinweise zusammengepackt hat, um seinen Bruder rauszunehmen, auch auf so einer Wand, Alter, Junge. Jetzt kommt David. Also David ist ja... Thanks to David's own investigation, I should be able to find out what Nathan did during the party's week. Eine Woche der Party getan hat. 0 von 3. So, Kates Bilder brauchen wir ja nicht. Wofür? Maybe he was trying to help Kate. I hope in this case that David has good tracking skills. Das ist gut. Das sind diese Orte. Look at all these license plates. I hope he was telling Nathan. Was ist das? Does David know what's going on with Rachel or is he just paranoid about everybody? Ah, der Tom mit Rachel, ja was? Das ist krass.
Foto von uns brauchen wir nicht. Was ist das? David really has been on Rachel's ass for a while. Nein. She should have been. You need to get rid of these damn cameras, David. Das vielleicht. Also entweder das oder das hier. Weil ich werde jetzt einfach mal sagen, das. Oh, you're treading water, Otter. Try again. Okay, dann tun wir mal die Auswahl aufheben und nehmen wir das. Looks like David was tracking somebody's car. Maybe even Nathan's. Okay. Good clue. Warte mal. So, Koordinaten, die sind doch wichtig. Die Nummernschilder eigentlich nicht so, ne, oder? Aber eigentlich schon. Boah, ist gerade echt schwierig. Bei dem ist das jetzt schwierig. David should have done way more than take photos of Kate. Das ist die Uhrzeit. Aber die Koordinaten sind schon wichtig. Was ist das? Dann würde ich sagen, eventuell diese Teile. Und von der... Das. Ey. I must have missed das kann doch something. Nicht wahr sein. Also rein logisch gesehen, die Koordinaten sind wichtig. Die Nummernschilder sind wichtig. Ich check's gerade nicht, ne? Das sind dir die Nummernschilder. So. Was steht hier? Nein. Wofür Bilder von Kate? Wofür das? Wofür das? Wofür das? Wofür das? Wofür das? Guck mal, das sind wichtig. Die Koordinaten sind wichtig. Die Nummernschilder sind wichtig. Und das. Those clues are not related. Leute, jetzt kommt mein letzter Versuch, okay? Versuchen jetzt einmal nochmal ganz logisch darüber nachzudenken, ja? So. Also, wir haben hier Kates Bilder. Da stehen Uhrzeiten drauf. So. Und wir haben Koordinaten. Stehen da auch Uhrzeiten drauf? Ja, da stehen auch Uhrzeiten drauf. Also könnten wir die beiden Sachen verbinden. So, dann haben wir hier einen Text über Kate und ein Foto. Das wird nichts bringen. So, hier steht, es ist nur ein Foto von ihr. So, Rachel 230. Okay. Da stehen aber auch Uhrzeiten drauf, ganz unten. Also entweder das, die Nummernschilder, die Karte eher nicht. Also die Seite können wir komplett, denke ich mal, rauslassen. Also entweder das. I'll have to analyze. Okay, nehmen wir das auf. Dann muss es das. Es muss das sein jetzt hier. This is like goddamn math. Ey. I suck. Ich schwör alles, ich dreh durch, ne? Wofür denn Bilder von uns? Of course, I'm a suspect. Ja. Proving David sucks as a detective. Auf jeden Fall. Sorry. Was ist das? At least David was finally going after the right suspect. Aber da sind auch Fotos von den Nummernschildern drauf. Seht ihr das? Dahinter. Dahinter sind noch Fotos. Genau. Perfekt. So, also das. Das. Und das. And jawohl! Please let me find some clues about Nathan in here. Ich hab's. Mann. Endlich haben wir's. So, es kommt ein SMS von Nathan. Waschlappen können nicht kämpfen. Du Schlampe hast meine Tür ruiniert. Dein Stipendium ist Geschichte. Oha. Der hat mitbekommen, dass wir bei ihm eingebrochen sind. So. Und jetzt können wir nochmal einen auf CSI hier machen. Wir gucken nochmal ein bisschen. Wir können jetzt hier alles untersuchen nach der Reihe. Ich würde sagen, am wichtigsten ist erstmal... Fangen wir mal von oben nach unten an, okay? Machen wir mal so. Let's see if I can find any deal Frank made with Nathan or the Vortex Club. Ey Leute, das ist so viel. Man muss jetzt... Irgendwas mit Vortex Club? Eieiei, jetzt müssen wir einen auf CSI... Okay, Max. Remember these names and okay, komm, versuchen das jetzt mal. Das sind die Namen. Fits in with all this. So. Frank sure is keeping his customers satisfied. He could open a store. Boah, Jungs, das ist gerade so schwer, ey. Das ist gerade wie CSI Miami hier, Alter. Boxer Strand, das sind die Liste, die er verkauft hat. So. Windhund, Labrador, Mops, Disco. Guck mal, Mops, Disco. 2 Gramm Kokain. Boah, das ist gerade echt schwer, Leute. Ich schwör's euch, ne? Oh. Wollte ich nicht? I wonder what dog name Frank would have given me. So, Boxer Strand, Rotstrand, Kokain, Leuchtturm, Labrador, grünes Gras, Rot Blackwell, 2 Blätter. Blackwell ist immer gut. Blackwell nehmen wir. So. If Frank applied this kind of detail to his life. Schäferhund, Windhund, Shiba, Leuchtturm, Boxerstrand, Huskystrand, Chihuahua, Beagle, nee, die, der auf keinen Fall. So, oben rechts, vergiss den schon mal. Everybody in Arcadia Bay must be high. That explains a lot. Golden,
Gras mittlerer Qualität. Streuner. Blackwell. Wieder Blackwell. Da haben wir. Labrador Blackwell. Perfekt. 2. Ich achte jetzt erstmal nur auf Blackwell, Leute. I'm getting a contact high just reading this. Schäferhund. Bocktail. Auch wieder Blackwell. Guck mal, verschiedene Blackwell. Vielleicht ist das ja richtig, wenn wir die 3 jetzt nehmen. Ich weiß es nicht. Looks like this isn't the right combination. Ey, sowas fuckt mich gerade richtig ab, ne? Warte mal. Hier sind ja die Spitznamen, ne? Chihuahua. Ah. Okay, das sind die Namen. Wir müssen ja mit Nathan. So, wir müssen jetzt gucken, wie Nathan hieß, Leute. Oder? Boah, ich dreh gleich durch, Mann. Chihuahua, Katie, Bobtail, Nacho, Husky, Josef, Mick, Stella, Simon, Logan, Steve, Nathan, Rod. Nathan ist Rod, okay. Merkt euch jetzt Rod. Überall, wo Rod steht, nehmen wir jetzt. Überall, wo Rod steht. Seht ihr irgendwo Rod, Boxer, Rod, da haben wir. So. Rod. Zack, seht ihr irgendwo Rod? Two deals with Nathan on the same day? Party supplies, no doubt. Hier, zack, Rod. Hier ist kein Rod. Ist hier ein Rod? Das macht voll Bock gerade, Alter, ich schwör's dir. Ist auch kein Rod. Rod, so, hier haben wir die jetzt auf jeden Fall. Jetzt haben wir alle, safe. Oh, yes. These are all the times and places for Frank and Nathan's deals. That's it, Max. Boah, Junge, Alter, das macht aber richtig Bock gerade, ich schwör's dir, ey. Jetzt machen wir weiter. Great. Now, how do I find out which car is Nathan's to match the coordinates? Karten, Nathan, Koordinaten zu überprüfen. Boah, das wird jetzt schwierig werden. Das wird richtig schwer werden jetzt. Holy shit. Okay. Dann gucken wir uns das mal an. Why the hell are you following these people? And to where? Boah, Bruder, das ist gerade so schwer, ne? Okay, sind die Koordinaten mit Uhrzeiten, yep. Ne? Another car David was tracking. Ah, da stehen ja die Kennzeichen drauf. So, wir müssen aber erstmal gucken, welches Auto ihm gehört. Maybe I should have let Warren beat Nathan's ass down. Just this once. Da sieht man nix. Hm. Who does this car belong to? Warte, ihm könnte dieses Auto gehören. Wow, sir. This looks like an expensive machine. Das sieht teuer aus. Der wird bestimmt nicht so einen Wagen fahren. Interesting. Nein. Is this Nathan's car? That's definitely Chloe's car. Ja, so, also wir brauchen das hier. Dieses teure Auto mit dem Kennzeichen TPF, TPF. So. Und jetzt schauen wir uns mal die Koordinaten an. Ne, Twinks ist falsch. Oben links steht da der Name. TPF. Who else was David tracking here? So, auswählen. Okay, jetzt brauchen wir noch ein drittes Foto. Okay, vielleicht von hier oben. There's Nathan dealing to the kids right out in the open. Also entweder das. Of course Nathan drives an SUV. Oha. Overcompensating. Okay. As usual. Dann war das komplett falsch mit diesem reichen Auto. Guck mal, achtet mal hinten rechts. Da seht ihr das. Seht ihr das? Rechts hinten hat er das abgedeckt. Und bei dem Auto ist das hier auch abgedeckt. Also das ist Nathans Auto. Genau das hier. So. Also. Sein Kennzeichen ist SXFT. Also nehmen wir das hier. Wir nehmen dieses Foto, wo man das eindeutig sieht, dass es sein Auto ist. Und wir nehmen SX und das hier. Bam, Junge! Oh, yes. Now we're finally getting somewhere. Chloe, let's plug in these numbers and see if they lead to an actual address. Aye, aye, Captain. Here we come, Rachel. Wir sind auf dem Rig, Rachel. Und ja, Freunde, beim nächsten Mal werden wir sehen, ob diese Sachen hilfreich waren, Alter. Auf jeden Fall wieder eine geile Folge. Hatten wir am Ende ein bisschen abgefuckt, die 2, 3 Sachen da. Aber sonst hat es übertrieben Spaß gemacht, Alter, ein Jahr auf CSI hier zu tun. Ich habe auch erst gesagt, mega Hunger, dass ihr euch da ein bisschen verkackt an ein paar Stellen. Tut mir leid. Aber ja, das war es auf jeden Fall jetzt von dieser Folge hier. Lasst einen Daumen nach oben da. War eine coole Folge, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich bin raus, Freunde. Morgen geht's weiter im nächsten Video. Haut rein und tschüss.